Moin Moin Kradujana und herzlich willkommen zu unserem Special zur Koshma Minin. Privet Krom. Ja, go. Ho, ho, ho. Go. Ja, du musst so Russisch-Deutsch in Kombination sprechen, der passt ja zum Schiff. Privia, hallo. Mit dabei ist auch Kaktus und seine Velos. Und zusammen werden wir die Gegner jetzt vernichten. Es kommt seine allererste Runde Koshma Minin, die ist ganz aufgeregt. Er konnte sich kaum halten, der wollte unbedingt das Schiff ausbauen. Gucken wir doch mal, was der Teil. Oh Gott, wir haben hier TL-Runde. Patri dabei, Neppel ist dabei. Uff, oh Gott. Zweimal Kurfürst, das ist natürlich lecker. Das ist natürlich lecker. Breitseitenkrom AP rein. Auch auf Aufbauten und Co. Kloppt gut. Und sonst mal gib ihm HE, HE, HE. Das ist immer die ganz gute Lösung. Wir haben ja alles. Radar und Dings. Sehr angenehm zu spielen. Und Motorboost auch noch. Sehr angenehm zu spielen ist, wenn der Motorbus ready ist und du mit dem Motorbus unterwegs sein kannst. Denn haben sie echt Probleme, dich zu treffen. Ist der Motorbus nicht an, hast du arge Probleme, weil die gefühlt jeder dich trifft, aus egal welchem Winkel. Kahn sieht irgendwie ungesund fett aus. Viel Holz vor der Hütte zum Treffer fressen. Ja, willkommen bei Donskoi. Das hat mich auch schon immer so bei der Donskoi halt gestört. Würde ich jetzt hier aufgehen durch ein DD schon, da ist ein Schlachtschiff und ich fange an hier einzudrehen. Guck mal, ich drehe gerade die ganze Zeit schon ein. Guck mal, wie lange das dauert, bis ich hier mal irgendwie weggedreht habe. Salve nimmst du denn also immer mit. Tut richtig weh. Tut richtig weh. Moin TTM, keine Ahnung, weiß ich, ob der Nerold noch kommt. Der kommt, wenn er Zeit hat. Ja, die Kraut, danke für deine 5er Sub-Bombe. Dankeschön dafür. 25 jetzt schon insgesamt. Merci. Krado, Chat, kurze Aussage. Kräftig findet ihr das PR-Rating auf Wolf's Numbers. Nicht doll, Silvercane. Das PR-Rating, das kannst du sehr leicht beeinflussen. Kannst du durch bestimmte Schiffe, die du spielst, bestimmte Divisionen oder halt durch bestimmte Schiffe auf bestimmten Stufen, auch Forschungsschiffe teils dabei, kannst du unglaublich beeinflussen und deine PR ins Unermessliche hochtreiben. Bei manchen, sag mal hier, wenn du von TWA dir so Leute anguckst, da kannst du schon sagen, okay, mit alten Schiffen saugeil, das ergibt doch irgendwie Sinn, darum sind es auch die Besten der Besten. Aber wenn du bei anderen guckst, die denn, oh, ich habe eine lila PR, das war im Forum damals schon so, ich bin der geilste überhaupt, und dann guckst du rein und dann hat er mit der Nikolai-Dings hier, oh, wie hieß der Schlachtschiff immer auf den kleinen Stufen, Nikolai? Kusnitzow? Nee, nicht Kusnitzow, Nikolai. Nee, hieß Nikolai allgemein bloß, ne? Da siehst du denn da so 2500 Gefechte da mit T4, T5 Schuss. Imperator Nikolai, genau. Siehst du da 2500 Gefechte mit dem Schiff und so eine Scherze. Wodurch denn natürlich die PR ordentlich nach oben geschubst worden ist. Bloß mal so als Beispiel. Komm, ich würde gar nicht viel weiterfahren, du. Wir haben, oh, wir haben ja sogar die Hippertorps. So. Richtig geil. Rat mal, wie viel Reichweite die Donskoi-Torps haben. Ja. 8 Kilometer. Ja. Ja, ne? Das ist sogar schlechter. Ja, warum braucht man so ein Schiff? Gab's das wirklich? Kaktus, verlager ruhig auf A, du. Wir haben keine Idee, ne? Verlager ruhig auf A, weil wir haben kein Spotting, kein DD, kein gar nix. Fahr du mal, Captain. Ich, ja, fahr du da rein. Du bist doch hier fett. Oh, das ist die Patrick. So, wer schießt zuerst? Wer lässt sich zuerst zusammenrotzen? Oh, der hat schon geschossen. Oh, der hat auch schon geschossen. Komm, wir können schießen. Wir haben beide geschossen. Schnell. Und jetzt schöne Bewegung bleiben, denn. Jetzt kriegen sie Angst. Also Clausewitz hat ordentlich gefressen. Jetzt kriegen sie Angst, ja. Jetzt kriegen sie Angst. Zweimal Koshma. Oh nein, zwei Koshma Minin. Oh nein. Gefährlich, ja, gefährlich. Der schon ab, ne? Oh, scheiße, tot. Bam, 800, toll. Der lässt sogar Brandys, der Sandra, sehr nett. Sehr nett, sehr nett, sehr nett. Das hier Neppelis. Neppelis, Neppelis. Fühlt sich an, als wenn man zwei Geschütze hat, ne? Wieso? Zwei? Ja, von dem, was in der Luft ist hier. Ja, ist halt nicht viel, ne? Fehlen halt die Drillingstürme. Au, das waren 8000 von der Annapolis, dankeschön. Das ist da weh. Aber die Nachladezeit ist dafür besser, ne? Wir haben zwar nicht die Drillingstürme, dafür eine deutlich bessere Nachladezeit. Was wiederum eigentlich angenehmer, spielbarer macht als die Donskoi selber. Ditch! Sao, sao, sao. So unkreativ das Schiff auch ist, aber es funktioniert. Also für das, was es machen soll, wir sollen halt Damage kloppen, sie kloppt Damage. Wir sollen halt Radar ab und an mal sinnvoll nutzen. Wir drücken ab und an mal auf die Radartaste. Pass mal auf, dass nicht zu weit wegfährst du. Ja, ich bin mehr ansonsten. Am Rand hier. Die ist recht fix. Also da reicht auch halbe Geschwindigkeit, wenn du so wegfährst. Das gleiche nämlich auch mitten nach vorne fahren. So schnell kannst du gleich gucken, wie du auf einmal an der Front vorne stehst. Da musst du nämlich genauso aufpassen. Sao, sao, sao. Und dann noch Motorboost. Ja, noch Motorboost. Den würde ich aber für brenzliche Situationen tatsächlich nutzen. Ich hätte keinen Nebel.
Auch noch. Bin nochmal getroffen, leider nicht abgefackelt. Aber wenn ich schon wieder sehe, 42 Treffer, 2 Abfackler, krieg ich schon wieder das Kotzen. Schön, Sau down. Na gut, die haben wir. Die haben wir, die haben wir. 3 Kreuzer schon weg bei denen. Mhm. Oh ja. Sau, Yoshino, Siegfried, wir haben die Minu verloren. Ne, haben keine DD erhalten. Es sind halt 2 DDs in der Runde. Die Haru, der hat in der Mitte wahrscheinlich gecapped, getorbt. Die Schulz ist unten. Die wussten auch nicht, was sie jetzt hier machen sollen hier oben. Was dazu, Mann? Nein, 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 nein. Ich will auch hier rückwärts langfahren. Ach Mensch, scheiße. Okay. Press on. Taktik ist dazu, mein. Und Vollgas. Motorbus an, hinterher. Kaktus, verlagern wir auf B. Oh, ich bin spotted. Ich bin spotted auf 12.6. Ich glaube, der kommt durch hier. Das ist wie Haru. Hi, Haru. Hi, Krado. Der fährt der einfach durch, der kleine Schelm. Na, so was. Da gibt's hier erstmal vollen Schuss daneben und vollen Schuss daneben. Sehr gut. Jetzt wissen wir wenigstens, wo er ist. Machst du ihn auf? Nee, komm nicht mehr ran. Das war zu weit weg. Zu weit weg, zu weit weg. Aber nochmal getroffen, einen Hit wenigstens. Das ist leider auch der Fall bei unserem Schiff jetzt hier. Wir haben einen sehr bescheidenen Tarnwert. Selbst geskillt, selbst mit Budul 12.6 ist ekelhaft. Macht nicht wirklich Spaß, damit zu spielen. Und die Patria hat jetzt nicht echt noch auf mich geschossen, oder? Er hat auf mich geschossen. Hat sowas von auf mich geschossen. Ich lenke die ganze Zeit ein. Bevor seine Salve überhaupt abgefeuert hat. Und Glück gehabt. Glück gehabt, Glück gehabt. Da ist er, hast ihn gefunden. Guck mal, Small und Thunder, die können ihn jetzt auch beschießen. Gleich, 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 gleich. Da ist er. Alle, hier, alle, alle beschießen. Da merkst du, die Hauptbatterie, also die kann schon treffen. Auch auf so eine Entfernung. Ja, ziemlich genau, ne? Schön schnell. Das also nicht ist so eine große Streuung noch nicht. Nee, nö. Ist halt, wie mit der Hippe halt auch. Mit der Hippe macht es ja auch Spaß zu schießen. Der freut sich jetzt, der Skandal. Siehst du? Boah, 4.500 nochmal gedrückt, schön. Mit der Karl-Johann, Achtung, Achtung, zwecks Breitseite, Karl-Johann, Vorsicht. Der war, der war 14 jetzt weg von mir, das würde jetzt nichts bringen. Der gar nicht über die. Der schießt auf mich. Ja, sag ich doch. Der hat nämlich so ein schönes Kaliber für Kreuzer, das könnte ordentlich wehtun. Alles in ihm, boah. Ja, so ist sehr. Easy peasy. Easy peasy, easy peasy. Burn. So, jetzt wird mal AP geschossen. Und der wird unsichtbar. Kaum AP gewählt, wird er gleich unsichtbar. Da ist er wieder. Jetzt hat er auf mich geschossen. Nein, 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 nein. Motorbus war noch an, trifft er nicht. Ah, easy. Hallo. Und klatsch, 1700. Yay, total geil. Will den Kufus erstmal weg, der? Können wir. Der Karl-Johann hat halt nicht mehr so viel, ne? Der oh, der ist ja gleich down, der Kurfürst. Au, au, au! Oh, da war die Zitadelle. Au, 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 das war die Zitadelle. Kurfürst ist down. Ja, ich schieß schon. Der ist im Scheißwinkel gerade da. Ist aber egal, getroffen, schön. Boah, der kotzt, der will so kotzen. Wieso fährt er mein Schiff nicht? Der Schulz. Ich hab viel ganze Zeit auf Weg, ich fahre überhaupt nicht. Ich muss auch nicht fahren, nur schießen. Kalion ist down. Und der ist auf weg. Schön. Ein ganzes Schiff verloren. Ist ein Kuhfürst. Oh, der hat noch volles Leben, schnell hinter. Ah, und Torpen wir. Auf Torpen. Ja. Das sind wieder so 6 Kilometer bei so einem Kreuz. Was sollen da 6 Kilometer Torps? Also Quatsch, ne? Es ist völliger Blödsinn. Dann lieber Torps weg und dann gib mir noch irgendwas anderes Schönes. Gib mir noch hier einen Nachladebooster oder irgendwas. Scheiß doch auf die Torpedos. Ja, mit mitlaufenden Nebel oder so. Oder, ja, oder so. Aber das wäre zu doll, denn. Wäre es auch. Mit Radar, mit der Kombination, das wäre viel zu toll. Machst du den an, fährst gemütlich, musst ja nicht schießen, fährst gemütlich in den Cap rein, machst Radar an, machst alles auf ringsrum und du fährst dann deinem Nebel immer weiter und weiter. Und Radar ist alles auf. Ja. Dennoch die Sekundäre voll Ausbau. Ihr seht's, ne? Kleckerschaden, 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 Kleckerschaden. Und so läuft die ganze Runde. Manchmal habt ihr Glück mit den Abfacklern, denn dass man auch gut Abfackler macht. Kann gerne auch AP nochmal ausprobieren.
Einer hatte unter das YouTube-Video da beim Review auch geschrieben, warum ich so viel immer HI nutze. Das hat halt seine Gründe, weil API halt nicht viel macht. Außer du bist relativ dicht dran und triffst genau die Aufbauten. Aber sonst macht API halt nichts. Und bei HI hast du halt immer die Chance, Schaden unten dran zu verursachen. Und API drückt! Ja, zwei Sechse, Wahnsinn. Komm, jetzt I drücken! Mutter Boost! API LAN und ruf auf die Encounter da! Bam, bam! Hat jetzt einen schönen AP-Moment bei dem. Besteht fast, oder? Bitch, du hast gesehen? 590! Richtig geiler AP-Moment. Die anderen da hinten, Patrick und Kuh, die sind auch völlig verschwunden. Die alle abgehauen. Die haben uns gesehen und weg. Die sind nicht mal mehr spotted, die sind gar nicht mehr da in der Runde. Einfach verschollen. Ich hab hier auch mal los. Danke für die 3 Jahre jetzt schon. Dankeschön. Legio, danke für die 35 Monate. Danke gerade für die gute Haltung. Gerne doch. Und Yannick Roth, danke nochmal für deine Firma. Sapobbe. Merci, merci. Ich hatte eine 140k Runde hingelegt mit 2600 Grund-IP. Glückwunsch. Hört sich geil an. Klingt nach einem Zerstörer? Klingt nach Zerstörer. Oder U-Boot. Wozu denn hin? Wir müssen in C. Ja, wozu denn? Die Gegner fahren noch runter zu C gerade. Fahren wir jetzt zu B. B ist eh schon durch die Cap, du. Da kommen wir eh nicht mehr an. Weil C ja auch gerade schon gecapt wird. Das sehe ich auch nicht mehr. Wir fahren Richtung Gegner hier, komm. Dann wie so ein Showdown mit der Part. Komm, so schick, aber so nebeneinander jetzt beide Schiffe. Sieht gerade schick aus, oder? Und sie gleich so bauen müssen. Doppel. Hat was. So die Streben dazwischen noch verbunden. Oh, wenn das erstmal Doppelschiffe, Doppelschiffe. Geil. Und irgendwann kommt auf den Doppelschiffrumpf, kommt dann ein anderes Schiff oben rauf. So große Türme, oh, so. Ein Flugzeug geil. Hammer. Dann ein U-Boot. Wie so ein Mammutpanzer, bloß als Schiff, denn so alles genau, zusammen. Mammutschiffe. Willst du privat Geld für diesen Kreuz ausgeben? Schönen Gruß. Nein, würde ich nicht. Labaskaus, würde ich nicht. Gibt keinen Grund dafür. Wirklich nicht. Ich meine, so viele schöne Kite-Kreuzer, T9 Premium-Schiffe haben wir nicht. Ich meine, wir haben den Radar hier auch mit bei. Rein teamtechnisch ist das hier schon vernünftig. Es ist auch ein vernünftiges Premium-Schiff, mit dem man gut Geld macht. Lol, der Sandra ist da oben. Ja, gut, dass wir zu C fahren. Ist tatsächlich auch ein Schiff, womit man gut Geld machen kann. Im Review habe ich im Durchschnitt über 1 Million gemacht pro Runde an Plus. Aber ich hatte auch blaue Boni drauf, müsst ihr bedenken, ne? Mit grünen Boni wird es natürlich weniger oder graue. Besser. Feuer! Jetzt hinterher kaum den. Holen wir uns. Na los. So kann man konstant gut Geld mit dem Ding machen. Spotting ist eigentlich auch immer gut. Durch das Radar kannst du manche Runden vielleicht sogar auch entscheiden. Aber mir persönlich wäre es auf Dauer viel zu langweilig zu spielen. Da würde ich lieber auf T9 sowas wie Azuma spielen, wie Siegfried, wie. Ach, irgendwie sowas in dem Dreh. Irgendwas, wo ein bisschen Spannung hinter ist, wo auch mal ein bisschen anders läuft als hier gerade. Wir halten nichts aus, müssen absolute Damage-Vermeidung machen, wir dürfen überhaupt nicht beschossen werden. Und wenn doch mal irgendwie eine Main oder so uns der im Target hat, sind wir nach 2 Salven wahrscheinlich gleich weg, scheißegal wie wir stehen. Und das ist halt das Problem. Noch eine Landebahn dazwischen ausklappen, ja Mann! Wir haben die geilsten Ideen hier. Rock Gaming, könnt ihr gerne abkaufen, die Idee. 1-2 Millionen, kein Ding. Dazu muss man erstmal Boni besitzen. Ja, natürlich. Ohne Boni machst du aber mit allen Premium-Schiffen auch nicht so viel Geld. Ich kann es euch bloß wiedergeben, wie es ist mit blauen Boni. Die Runde jetzt hier war nicht besonders gut. Im Review, da hatte ich deutlich mehr Damage in den ganzen Runden. Da war ich immer so bei 120.000 bis 150.000. Aber mal gucken, durch Spotting vielleicht noch ein bisschen. Aber ihr seht es ja, wir haben gerade mal 2 Schiffe verloren. Ganze 2 Schiffe. Völlig overpowered. Oh, 3 Schiffe. 3 Schiffe. Meinst du, es liegt an der Koschmamini? Na. Eindeutig, ne? Gigi-Retz. Angefangen mit. Ah, wieder abgefackelt. Flugzeugträgern. Danach kamen die U-Boote. Und jetzt. Die rote Gefahr. Die Cosma. Good job, lifeless Bruder. Was? Okay. Los Angeles und Libertad im November, Dezember also zum Erforschen. Die kommen Anfang November jetzt. Ende Oktober, Anfang November kommt das Update und da kommt das hin. Na, 1 Million Credits hier gemacht immerhin. Yeah, 1600, geil, total cool. Es ging für die kurze Runde hier, war okay. Ich habe halt mit Spotting Damage Glück gehabt, dass ich hier die alle noch aufspotten konnte. Rufus 36.000, Patria 21.000. Aber sonst mit AP 26 Treffer 9.000, da machst du halt nicht viel. Und HI funktioniert dafür aber recht gut. 6 Abfackler, 28k, war okay. Und hier seht ihr es nochmal, durch den blauen Boni jetzt 600.000, sonst hätte ich jetzt ohne Boni jetzt knappe 400k hier gemacht.
Mit Premium. Ne? Mit Premium. Und Chrom, das war Wahnsinn, ne? Das fickt einen die Birne weg. Das ist. Total. Boah, das ist. Mindblowing, das ist. Ja. Üben wir so mal weiter. Ja. Chat, beruhigt euch. Ja, wenn ihr. Ist es nicht, ne? Ist auch nicht, aber ist richtig geil. Ist irgendwie auch nicht. Ist so. Funktioniert. Das hätte auch ein Werftschiff hier sein können. So ein Schiff, das irgendwie da ist, aber ja, ist da und braucht man auch nicht so wirklich. Und zum hier Schneeflocken runterpusten und Geschenke abholen. Ja, ist okay. Und los geht's. Bissel gähn. Ja, bissel gähn. Da fehlen halt die Besonderheiten. Die Leute sehen, oh, das ist gerade bei uns im Team. Hängt euch rein, damit wir wenigstens eine Chance auf den Sieg haben. Das, Admiral Tirpitz, guckt das Review bitte mal von dem Schiff. Und das sagen wir dann nach dem Review, nach den drei Runden, die ich da gezeigt habe, nochmal. Du wirst heulen vom Monitor sitzen. Nicht vor Lachen. Da hat sich keiner reingehangen. Da ging es bloß um, ich schmeiß mich so schnell wie möglich weg. Ne, Chat, also wenn ihr Fragen zu dem Schiff habt, immer her damit. Ne? Wenn ihr Fragen habt, raus damit. Im Prinzip ein Schiff, was Wolfs nicht gebraucht hätte. Im Prinzip ein Schiff, was Wolfs halt schon hat. Das hat die Donskoi und die Hipper bloß jetzt gemischt. Aber ohne eigenen Charme, ohne eigene Besonderheit. Die fehlt halt. Haben wir nicht. Haben wir einfach nicht. Das ist einfach zwei Schiffe so irgendwie zusammengeschustert. K-Original mit Chef und Chrom. Ahoi. Die K-Original? Das habe ich auch noch nicht gelesen. Das habe ich ja auch noch nicht gelesen. Bist du rechts mit Langner bei C? Nö. Mach ich das. Warum? Ja. Ja, weil der bloß eine Helliner ist. Du musst uns mal ein bisschen aufteilen. Ach so. Ja, wir sind die Höchsten hier mit T9. Da können wir nicht alle auf eine Flagge fahren. Du mal gemütlich hier bei B lang. Weißt aber, dass das jetzt wieder die Flanke ist, wo nicht ein Gegner kommt, ne? Weil du das ja, jetzt nicht so ausgesucht hast. Ja, mal gucken. Die hauen sowieso alle wieder ab, denn. Was haben wir überhaupt gegen U-Boote? 7 Kilometer, naja. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Ja. Hatte ich sehr viel Spaß im Review auch in der einen Runde. Egal, wo das U-Boot war, ich bin nie rangekommen mit den Dingern. Da war ich gefährlich, mit meiner Hauptbatterie auf das U-Boot zu schießen, wo der Ping ungefähr ist, als meine Flieger dahin zu schicken. Aber das ist ja normal auf T5, T6. Ach nee, das ist ja T9. Ist echt wenig, ne? So 7 Kilometer? Ja, 7 Kilometer, Mann. Da erschreckst du keine Gato mit der mit 16,5 Kilometer Torbrechweite und Co. Schwierig. Ist die 203 oder 180 Türme? Sind die 203er? Wir haben hier nicht die Donskoi-Türme. Sie sieht aus wie eine Donskoi, ist der Rumpf von der Donskoi, aufgebaut ist alles von der Donskoi, absolut identisch. Die Türme sind aber die von der Hipper. Wir haben hier die Admiral Hipper drauf. Und schon, 19 Monate. Ich bin jetzt voll monatlich. Tut schon geil. Saufen, Puff, Kneipe, Koks. Dankeschön für deine jahrelange Treue. Und JP Romulus, danke nochmal für die 3 Jahre. Merci. Wurfst auch eine Yamgato bringt mal? Nee, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Schmeckt wie eine Donskoi, aber eine Koschmaminin. Nee, Koschmamimimi. Da passt das ja wenigstens denn vom Namen her. Oh, guck mal, die machen aufgemacht. Fetten Siemer hat er mit Radar aufgemacht. Genau da, wo ich nicht hinschießen kann. Ja, ist halt immer so. Ja, aber die anderen können wenigstens raufbauen. Ja, ist ja gut. Und wenn du oben rechts jetzt guckst, du müsstest jetzt auch Spotting Damage dafür schon gekriegt haben. Müsste hochgehen, der Wert. Das andere ist hier. Lenin ist hier. Geil. Komm, 2 Sekunden noch. Tötet ihn. Wenn du das hier die Gegenüberstellung siehst. Los Andes versus Helena. Wie unfair soll's sein? Eieieiei. Wie unfair soll's doch sein? So, jetzt noch nicht schießen. Das wäre jetzt der große Fehler. Wir drehen jetzt erst ein. Press on. Faster. Darf nicht so weit. Das fahre ich noch in die Tops rein, weil die hören irgendwie nicht auf. Torpedos to the left. Ich nicht weiterfahren. Oh, die braucht so lang. Steht. Oh, ich bin offen. Ach du Scheiße. Die hören auf. Die hören auf, die hören auf, die hören auf. Oh, hätte ich das gewusst. Hätte ich das gewusst. Und das andere schießt jetzt natürlich auf mich. Ich bin sowas von tot. Tschüss, Chrom. Das ist deine Runde. Ah! 1000 Schaden. Okay. Hab ich Schiss vor diesen scheiß Tops und die treffen nicht mehr. Da vorne dahinter bei der Los Andes. Echt jetzt? Los Andes! Ach, die Jäger ist auch hier. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Plopp, Doppelbrand. 2 von 3 DDs hier. Das ist ja nicht so geil. Das ist überhaupt nicht geil. Los Andes eben wieder nicht getroffen, ne?
Gut, hauen wir mal ab hier. War eine schöne Flanke, war ganz toll. Tschüss. Als ich geschossen bin, ich glaube, jetzt bin ich weg. Okay, Mist, du. Torpedos right behind us. Ah, nicht treffen. Ah, geh weg. Geh hoch. Aua, 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 aua. Doch, das hat weh. Das ist hier ein bisschen sehr viel. Aua, 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 aua. Sag mal, San Diego, kannst du mal aufhören, mich zu treffen? Der für ein Aiming. Junge, ich bin seit einer halben Stunde zu. Ist hier immer noch genau auf meine Stelle. Aua, 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 aua. Okay. San Diego. Bom, 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 bom. Welche Jäger nach wie vor auf. Können wir leider nicht helfen. Der ist einfach zu weit weg. Ob ich da nur hinballer oder nicht. Die Jäger ist so klein. Das wird nichts. Es wird nichts, das wird nichts. Hydrokralle, pass bloß auf hier. Die Piranha hat nicht wirklich Bock vorzufahren. Wir haben bloß ein Schlachtschiff auf der Flanke. Das wird ein bisschen eklig. Das bist du, wollte ich damit sagen. Gegen Los Andes und Co. wird das, glaube ich, ein bisschen schwierig. Support our ally. Forward as normal. Range. Run. Oh. Ups. Keine Chance, aber die Jäger irgendwie mitzuhelfen, wenn die Los Andes damit drauf ist. Ja, unser Jervis ist dadurch jetzt auch gestorben. Ach man. Die Leute wissen nämlich, was sie da tun. Und das merkst du halt sofort beim Spielen. Brenne! Dankeschön. 5-4 und abgefackelt. Das war ja mal eine Salve. Kann man sich ja gar nicht beschweren. Und Dreifachbrand hat er jetzt sitzen. Auch schön. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, unsere geile Helena ist tot. Wie sollen wir diese Runde noch gewinnen ohne Helena? Leider gelöscht. Ist mich genauso kalt wie diese Riga letztens. Ja, Riga, Donskoy ist alles Müll. Alles so Schiffe, die man irgendwie nicht braucht und irgendwie nicht spielen braucht. Ist einfach so. Ist immer nett mit dem Radar, aber halt nicht in jeder Runde, bloß ab und an. Und das war's dann auch schon von der Beschreibung her. Burn. Hab ihn nicht mal getroffen. Alter. Nein, 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 nein. Los, Andes. Der hat zum Glück nicht so gut vorgehalten, aber er hat trotzdem 5000 Grad gedrückt. Aua. Hallo? Hallöchen, Lenin. Hallöchen, Lenin. Das wie Dings, Lahardi. Und das waren 21.000 von der Lenin. Dem Winkel ist klar. Dankeschön, Spiel. Dankeschön. Das ist das, was ich meine. Ihr fresst aus jeglicher Quelle so abartig viel Schaden. Und dort. Das ist mal anders nee, gemacht, so, ne? Was denn? Dass wir so eine Camp verteilen? Nee, die Hippe am Rumpf mit Donskoy, die Schützen, ja, da hält die wenigstens was aus, ne? Ja, und ist vor allem agiler. Wir sind halt nicht agil. Ja. Das ist riesig, nicht agil. Sind halt so gesehen eigentlich Müll. Naja, die Donskoy an sich ist ja auch schon scheiße. Das ist halt um den Radar herum gebalanced. Du sollst halt nicht zu geil mit der Hauptbatterie sein, weil du halt deinen geilen Radar hast. Tallinn, Tallinn, dü. Gibt's was schon? Nennt sich Tallinn? Was gibt's schon? Schieße ich die nicht? Nee, ich muss 40 Sekunden warten. Hilft nicht anders. Ich muss auf Abstand. Was anderes Wartebus drauf. Ich muss auf Abstand, ich brauche erstmal die Heilung. Kann da nicht helfen. Und zum rechts die Schlachtschiffe hier gefehlt. Aua, 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 aua. Lander down, schön. Piranha weg. Ist mir Latte, der sich die ganze Zeit versteckt hat, ist jetzt da einfach krepiert hinter der Insel. Super. Super, super. Ah. Keine Ahnung, was ich noch machen soll. Schwierig. Schwierig, schwierig. Retrokralle ist noch voll. Retrokralle, gucken wir mal mit dem Flieger und gucken gleich auf die Los Andes, dass wir den vielleicht wegkriegen. Wenn wir den rauskriegen, hätten wir hier ordentlich Druck schon mal. Ach Gott, der nächste ist tot. Der hat auch schon wieder so viel Leben. Oh Gott. Das dauert so lang, da drehen.
Die Abfackelchance müsste noch besser sein. Fühlt jede Salve müsste man ja nicht abfackeln mit den Türmen. Ach du Scheiße, die kommen ja von euch hier schon wieder. Oh Gott, das habe ich ja gar nicht gesehen. Wir fliehen seit Anfang an, wir hatten keine Schlachtschiffe. Ach du Gott, sind die alle hier. Ja, Leni ist auch schon da. Das ist oh Gott, Scheiße, so. Die hatte ich jetzt überhaupt nicht am Schirm hier. Guck, ob du noch wegkommst da. Abgefackelt, wupp, wupp. Das ist eine Niort. Gib mal einen bei uns auf YouTube-Kanal. Kannst du sofort Info-Video von mir angucken. Ist unter NDA. Können wir noch nichts zu sagen. Der spezielle Schiff. Da zünden. Mach auch nichts auf. Und das war's mit mir. Boah, der drückt mir auch nochmal 5000. Dem Winkel, Alter. Du hast keine Chance, den Salven auszuweichen. Überhaupt nicht. So unagil dieses Teil hier ist. Weiß nicht, was sie dabei gedacht haben. Aber kannst du halt kostenlos erspielen über diese Kopfgeldmarken. Das ist es halt wieder. Ist so die Schiffe relativ günstig, kannst du sie irgendwie erspielen, sind sie halt immer bloß so mal da. Ich persönlich hätte mit der normalen Hipper T8 hier jetzt eine bessere Runde geliefert als mit der Koschma Mini. Klar, fehlt der Radar, ging die DS und Co., aber hast du ja gesehen, wie sinnvoll das hier war. Und weg, Krabbe. Schon weg. Gut aufgepasst, mein Jungfrau Mann. Gut aufgepasst. Bienchen an dich. Und Los Andes ist endlich down. Schön kaum abgefackelt. Untergefackelt. Das ist jetzt wie letzte Runde, bloß andersrum. Jetzt haben wir gerade mal 3 tot und unser Team ist schon total platt. Ja, ja. Irre. Ich will heilen, ich will heilen. Nein. Wow. Haben die, glaube ich, was dagegen alle. Die treffen alle nicht, sag mal. So muss das. Und. Komm, heil. Oh. Wo geht los? Waren heute irgendwie alle rund, ja, ne? Jetzt ist die Karte zu Ende, Alter. Das auch noch. Von da. Jetzt ist die Karte zu Ende. Oh. Mach mal da, wenn du kannst. Da, guck mal, die Jäger ist ja auf 12 dran bei dir. Na, ist nicht dran. Scheiße, fehlen ein paar Meter. Jetzt schade, ist er schade. Da, ne? Ja, hier ist offen. Hat auch noch so viel Leben. Wir haben alle noch so viel. Da kommt Torps. Komm, kann man dem Teil ausweichen, Kado. Ja, hab ich gesehen. Sehe ich. Sehe ich. Noch so viel Leben am Ende gerade hier gehabt wie ich. Boom! Aua. Das war eine Müllrunde. Da haben dicke Schiffe rechts noch gefehlt. Bei euch auf Seite da, ne? Ja, wir hatten Lenin unten in Los Andes. Wer soll denn da, ja, der Retro-Kralle mit seiner, ja, Kassage gestanden da? Und die, ja, Ipiranga, der sich versteckt hat, das war's. Wer soll die denn aufhalten? Nee, da war nichts. Die fahren voll schön durch. Angefangen hier und unsere Seite auch, ne? Aber das, ja, nee. Leider nicht. Moin, Given. Wenn dir die Karte überrascht kommt, das überrascht mich. Lieblingsecke mit CVs. Oh, das ist die Z31. Na, Retro-Kralle, kriegst du den Weg noch. Komm, Sekundäre. Oh, Sekundäre hat getroffen. Komm, Schaden gemacht, Lenin-Salve kommt. Oh, und Retro-Kralle lebt sogar noch. Na. Ach, doch, schön. So, komm, lass rausgehen hier. Lass raus. Ganz schnell raus. Die Runde hat keinerlei Mehrwert. Aber da habe ich es mal gesehen. Angewinkelt mit einem Arsch zum Gegner drückt ihr mir da über 20.000 Schaden. Und das waren keine Hardcore-Super-Sniper. Das war eine Los Andes und das war eine Lenin. Und das musst du dir mal vorstellen. Wie ist denn das, wenn da eine Montana schießt oder eine Iowa oder so? Was ist denn? Nur Opfer. Die Reichweite. Du musst auf 17, 18 Kilometer weg und dann gib ihm. Dann schießen. Dann klappt das auch irgendwie. Bist du zu dicht dran, 11, 12, 13 Kilometer, kriegst du mit dem Bingebus auf den Sack. Lenin ist schon stark, aber nicht genau. Sind vom, dir. Aber nicht genau. Vom Prinzip spielt die sich genauso wie die Dings hier, ne? Die Donskoi. Das ist absolut richtig. Ja, bloß, die bloß spielt mit sich anderen, nicht groß bloß anders mit überhaupt nicht. Halt, ja. Ja, aber so vom Spiel ist das nichts anderes. Die Tukalle will sogar nochmal mit nach der Runde gerade. Warum auch immer. Lenin träumt. Manchmal ja.
Manchmal klopfst du mit der selbst auf 18 Kilometer, da zieht der Dellen ohne Ende. Manchmal triffst du gar nichts. Kamera so komisch. Schief irgendwie meine Kamera, sitzt hier so merkwürdig. Friederike, Friederike, Ipiranga, Nagato, Gneisenau. Viele Schlachtschiffe, die wir abfangen können. Ein DD bloß, sehr angenehm. Und der Rest sind Kreuzer. Mutterschiff, die Minen. Wegen Minen leider keine Minen dabei. Leider. Zum Glück keine Minen dabei. Niemand hat vor, Minen hier ins Spiel zu bringen. Niemand. Die hat schnelle Mündungsgeschwindigkeit der Donsko oder ist das identisch mit der Hipper? Wir haben hier 930, 925 Meter pro Sekunde. Weiß gerade nicht genau, wie das bei der Hipper war, aber die haben wir hier. 925. Geschwindigkeit, meinst du jetzt? Fahrgeschwindigkeit. Ja, 920 Meter pro Sekunde. Zum Glück keine Knoten. Es sind ja bloß Gamma. Easy peasy. Nesky ist doch eher ein Open-Water-Kreuzer, oder? Ja, sollst die Reichweite immer nutzen. Du hast aber halt auch den Radar. In manchen Situationen kannst du auch weiter vorne mit ihr agieren. Aber meist, wenn du denn aufgehst und beschossen wirst, bist du ganz schnell tot. Mit der Neskis Beste ist auf. So wie ich eigentlich gerade hier spiele die ganze Zeit. Mit dem Arsch zum Gegner und gib ihn nur einfach runterspielen. Petrus wiederum genau anders. Er stellt sich an die Insel irgendwo und rotzt einfach und tankst weg, als ob du eine Kremlin wärst. Muss ich euch durchziehen? Michael, du ziehst uns sowas von durch. T7, T8, T9, wir sind wieder wichtig hier. Gegner am Santander und Almirante Oquendo. Na, mal kicken, mal kicken, mal kicken. Das wäre toll. U-Boote können Minen werfen. Oh ja, so ein Minenteppich vom U-Booto. Innerhalb von 20 Kilometern, denn überall Minen. Das finde ich auch geil. Geil, genau. Wenn du gejagt wirst, zack, Minen. Minenteppich hinter dir. Und wenn du rüberfährst, 10.000, 10.000, 10.000. Die siehst du aber nicht als Schiff, denn du fährst einfach rüber. Wir wollen ja fair bleiben. Oh ja. Ja, ja, das sind gute Ideen. Sammeln. Sammeln? Ab in den Schredder und weg damit. Dann gibt es neue U-Boote. Hoffentlich gar nicht mehr. 900 Meter pro Sekunde schafft nicht mal der Krom in einem Benz auf dem Weg zur Frittenbude. Bin mir nicht sicher. Fritten im Angebot, dann geht los. Ja, was für CVs wie Bondrop, Minendrop. Given wurde ja schon mal getestet. Haben wir sogar eine 300K-Runde bei uns im 300K-Club. Von der Essex damals noch im Test. Da wurde sie mit Minenfeld noch getestet. Nicht im Test. Minenteppich-Torpedos, das wär's aber. Hammer. Fährst über die Mine, die explodiert. Und die entfacht dann so Shimakaze-Top, so, die so im Kreis sich ausbreitet, 20 Kilometer. Geil. Aber Zielsuchen natürlich. Ich glaube, das schreibe ich mal, wo Gaming. U-Boote brauchen Minen. Nee, lass mal. Unser Miyoko ist tot. Ach, Miyoko. Geh zu aggressiv ran. Der meckert jetzt. Ey, shit, scheiße. Kaktim. Kaktim, ja. Wo support ihr Affen? Und Friedrich brennt. Geheimkraft des Friedrichs wieder aktiviert. Feuer. Press on. Ich habe Feuer gemacht. Eine brennt noch schön. Doch keinen Brandschutz installiert. Und der andere brennt nicht. Frech. 4000 kassiert. Ne? Komm. Brennt nicht. Der brennt aber nicht. Brenne. Und er brennt. Geht doch. Der andere brennt immer noch. Was macht unsere Zieten? Was soll das? Wer macht was? Ach du Scheiße, der ist gleich tot. Ja, was macht der denn? Fährt da einfach rein. Das hab ich bei Krado gesehen. Da muss man Vollgas rein. Secondary. Secondary, Secondary. Campus 1. Yeah. Nein, so mach ich das nie. Mach das viel, mit viel mehr Niveau. Bajar ist jetzt aber auch tot, der frisst gerade Zitas. Was machen die hier alle? Boing. Das war die Bajar. Okay. Die beiden Friedrichs sind am Kartrand irgendwo schon. Das ist mir zu gefährlich. Hier machen wir ab. Ja, ja, na, die haben uns gesehen. Das ist mir zu gefährlich. Wieder ranfahren. Das wird ja auch noch unsichtbar. Feiglinge. Ja, guter Start. Als die Santander weggekommen ist. Nee, aber die Zieten, das habe ich ja nur nicht verstanden. Ja, die letzte Salve, der war hinter der Insel. Ich konnte so schön Breitseite. Ah.
Was sind dit Koschma? Mimimi? Oh, den Witz haben wir heute noch gar nicht gehört, rum sie die Seemine. Gar nicht gehört. Guter Joke, Hammer Joke. Ist ne Donskoi Hipper Mischmasch. Nicht weiter wild. Bitch, abgefackelt. Wenn es mit den Abfacklern klappt, kommt man auch schön und gut auf Damage-Werte gleich. Solange es auch brennen lassen, natürlich. Da. 1, 2. Besser, wenn man kann, ist immer Gas geben, bremsen und jetzt schießen sie auch gerne mal daneben. Wenn er doch mal irgendwie eine Murmel trifft, klar kann man schnell auch eine Zitadelle denn werden. Aber so sorgt es wenigstens dafür, dass auch ein paar Mal daneben schießen. PG steht da noch. Ich würde sagen, unser fette Jobbar, der muss jetzt hier langsam mal reinfahren in A. Unser fettes Schlachtschiff. Will endlich mal Tragflächenboote. Nee, die will niemand. Ich, die Santander, der hat Radar. Der hat 9 Kilometer Radar, glaube ich. Ach, bei da hinten hängt der. Ja, ja. Wir wollen ganz weit dahinter, bevor er die Insel wo abgehauen ist. Boing. Dass ich AP gewählt habe. Bitch. Wird's aber tragisch, wenn der hier echt noch wegkommt. Nur noch maximal ärgern. Mann, brenn doch mal. Mach das doch nicht so kompliziert. Geht doch. Was ein Krampf, hier mal einen Abfackler zu machen. S6. Ne. Bleiben wir lieber bei HE. Weiß nicht, ob das mit AP schon so klappt. Nee, dachte ich mir nämlich. Hab ich nicht aufgehört einzudrehen. Ja, Santander, warum auch immer du jetzt so offensiv da weggefahren bist. Ich will mich nicht beschweren. So, rein in A. Irgendeiner Captain. Den Rest jetzt wegballern, der hier noch so rumfährt. Rest vor allem, aber 3 tote Gegner. Ja. Reste. 2, 3 Gegner, die noch da sind. Feuer frei. Schreib mal rein. Ich mach die Reste weg jetzt. Die T-Guys. War eine gute Runde. Oh, habt ihr gesehen? Fast 10.000 Schaden damit AP? Einer der Momente, wo AP sogar mal richtig drückt. Das wird nicht ganz so oft, aber manchmal klappt's. Hier komme ich schon nicht mehr rüber, schade. Schade. Der Punkt, warum möchte man ein Schiff, das sich nicht mal gegen einen Hafen durchsetzen kann? Gegen Hafen? Hafen? Muss ich jetzt meinen Hafen schon bekämpfen? Nu geht los. Deutsche Geschütze eben. Genau. Deutsche Geschütze inkonsequent. Das sind die deutschen Geschütze. Das ist es leider. Immer die Shabayev-Türme hätte ich hier gern drauf gehabt. Die hätte ich hier. Schöne Nachladzeit. Donskoi mit Shabayev-Türmen. Die kurze Nachladzeit. Dit hätte ich gefeiert. Na komm, Friedrich, brenn doch mal. Tu mir den Gefallen. Komm, der wird unsichtbar. Das war jetzt eigentlich nicht geplant. Scheiße. Oh, ist wieder da. Nein. Oh Gott, ich glaube, ich bin weg. Mach keinen Mist, du. Bist du bloß Friedrichsen. Doppelbrand auf Friedrich, sauber. Du hattest gerade gelöscht gehabt, ne? Oh, du arme Sau. Und den anderen am Fackeln. Die Runde läuft schon besser hier. Blink. Ach Mensch, komm. Brenne.
Und abgefackelt. Geht doch. Mit denen, wenn die eh schon fast tot sind. Hallöchen Vieh, der fährt wieder nach vorne. Okay. Jetzt kriegen wir den Cap endlich. Okay, Adolf Friedrich auch tot. Das sieht sehr nach einem Sieg gerade aus. Auch wenn die Leute langsam alle verloren haben. Und Zitadelle. Nope. Fühlt Mimimi eine bessere Donskoi. Besser, ähnlich gut. Außer halt Glück mit den Abfacklern, genau wie man Donskoi halt ausspielt. Fand die Donskoi und Riga im Vergleich, da fand ich sogar die Donskoi noch spielbarer. Du spielst sie original wie eine Donskoi hier, das Ding. Ist ja auch vom Rumpf und alles drum und dran. Du hast halt bloß das Gefühl, dass du bloß einen Turm weniger, wenn du so willst. Etwas höheres Kaliber. Aber ne, die Nachladezeit, das ist halt deutlich besser. Das ist halt geil. Das macht mir persönlich mehr Spaß. Was hat die Donskoi? 13,5 oder so, 12,5. Wir haben ja 8,5. Echt, so doll? Ich glaube ja, die hat über 10 auf jeden Fall. Oder hat einer die Paratgrad bestmögliche von der Donskoi? Das mal kurz vergleichen können. Aber über 10 hat es auf jeden Fall, das hatte ich heute mir schon angeguckt gehabt. Jibaskoi. Die Delle von Friedrich, guter Witz gerade. In der allerersten Runde, die ich heute gespielt habe, da habe ich erstmal getestet, hier überhaupt mal ein bisschen wollte ich anspielen, bevor ich das Review starte, habe ich bei der allerersten Salve von einer Bismarck oder Friedrich, ich weiß nicht mehr, was das war, eine Murmel. Ich habe sogar angewinkelt, weggelenkt, sonst wie eine Murmel gefressen. Bumm, Zitadelle sofort. So habe ich das nämlich eben auch gesagt. Also manchmal fühlst 12,5. Süße. Manchmal fühlst du dich so verarscht vom Spiel. Ist alles möglich. Press on. Faster. Und mal noch schnell, was die Runde ist, gleich gelaufen. Ja. Nee, ja. Ich bin ja schon rübergefahren. Ich dachte mir nämlich schon, dass oben jetzt endlich alle wegsterben. Erst ganz am Anfang habe ich die gehasst, die Donskoi. Aber naja, die letzten Runden, die man damit so gedreht hat, das wurde immer geiler, das Ding. Irgendwie hat Spaß gemacht. Und so fühlt sich das hier genauso an. Donskoi fand ich scheiße. Da habe ich aber irgendwann die Riga gehabt. Dann fand ich Donskoi auf einmal besser, weil die Riga irgendwie noch beschissen hat. Ich fand die Riga richtig geil. Echt? Nee, da hätte ich auch keinen Lack gesehen mit der. Doch. Ja, so unterschiedlich ist das. We stand victorious. Ah, boah, aber gute Runde hier. 149.000, 1,4 Millionen Credits. Also, ihr seht, kann's, ne? Ihr müsst bloß zum Schießen kommen, ihr müsst Glück mit den Abfacklern haben. Das mit hier Krom, wir nehmen uns gerade halt gegenseitig bei den Flanken die Abfackler weg, das ist halt das Doofe. Wenn ich da gleich Glück habe mit den Abfacklern, der ist, weiß ja immer vorher nicht, wie viele Kreuze sind dabei, wie viele mit HE da auch wirklich um sich schießen. Aber die 11 Brände 41.000, aber das reine HE halt auch hier 160 Treffer 68.000, aber AP auch 44 Treffer 39.000. Über Jarmin 7 Treffer 17.000 gedrückt. Das war ganz angenehm. So viel. Ach, hier habe ich nur AP. 19 Treffer, 15.000. Also wenn sie Vollbreitseite zeigen, das AP haut gut durch. Kann man nicht anders sagen. Lop. Michael, danke fürs Mitkommen. Super durchgezogen. Hast du gut gemacht. Jetzt der Boy. Truppe Nyx, die Legende. Nochmal. Einmal noch. Du musst nicht, aber ich spiele sie noch einmal. So, das haben wir. Anti-U-Boot-Tops für DDs und Kreuzer mit Ping, damit man die U-Boote abgetaucht treffen kann, das wäre cool. Felix, sehe ich genauso. Das sehe ich ganz genauso. Alles, was gegen U-Boote ist, das ist super. Nein. Fast alles. Wir wollen Torpedo. Nee, was war das eben? Torpedo? Nee, Minenteppich-Torpedo. So. Nein, du hast es vergessen. Du weißt gar nicht mehr, was du wolltest. Nein. Wow. So, Tobi, wähle dein Schiff und los geht's. Hafen sagt leider Bluescreen. Das klingt ja nicht gut. Stimmt mit der Grafikkarte irgendein Problem. Hier mit Laser am Kopf. Auch nicht schlecht. Das ist mein neues T9-Schiff. Die Delaware. Herzlichen Glückwunsch. Dann mal los. Dann zieh uns mal durch jetzt mit deiner Delaware. Delaware. Ist ich so gerne Delaware. Hättest du gerne die Delaware? Nicht am Auto. Da möchte ich keine Delle. Ist er noch hinbekommen jetzt eigentlich da mit der Waschmaschine? Klar. Oh, ein Glück. War ja doch schon sehr speziell aus der Ding. Ich meine, für so einen Ein-Personen-Haushalt reicht das ja auch dicke. Braucht man ja nicht sonst was für eine große Maschine. Ah nee, das reicht. Angeklemmt, weil ich eine Riesenpizza bestellt gestern. Ich war so vollgefressen. Riesenpizza. Ja, oh.
Die war geil. Ich habe für dich alleine, hast du aber nicht geteilt, ne? Nur für dich. Amerika-Style mit Hackfleisch und Barbecue und sowas Hollandaise und alles so Scheiß. Was ein geiles Ding, ey. Lag's nie in der Waschmaschine, sagst du. Danach, ja. Fix und fertig. Hast sie nach Hause fahren lassen. Wollte ich erst. Der Tobi, jetzt bemüht euch mal, ihm ein paar Opfer übrig zu lassen. Machen wir. Plan, Tobi, das brauchst du uns nie fragen. Wir haben keinen Plan. Ich habe einen Plan. Wir müssen D verstecken, tatsächlich. Und willst du zu D? Willst du zu A? Wo willst du hinkommen? Denn mal, lass mal C, D so ein bisschen favorisieren, dann können wir nicht mit dem Radar durch die Dings gut agieren. C, D, Alter. Ich habe aber USB-Stick. USB. Kassette noch. Kassette. Gute alte CD. Mit 4 cm Käse drauf. Geil. Gabel ja, noch so Käse, muss so stecken bleiben, die Gabel. Hallöchen, Radler, viel Spaß beim Zuschauen. Huhu. Ah, hier mit Laser im Kopf, hört sich aber auch cool an. Delfini hier mit Ultraschall, hier nicht, mit Schallwellen wie bei Command & Conquer damals, das ist überhaupt geil. Die Waffe schlechthin. Da kommt eine Tali. Jetzt haben wir das direkte Duell hier. Koshmaminin versus Tali. Dann möchte ich die. Das Juri. Au, auch nicht schlecht. Das fehlt hier noch. Kannst den Gegner kurz übernehmen und steuern. Kurz Breitseite fahren, ab in die Torps, tot. Ich kenne deine Gedanken. Der war was cool, genau. seine Aussage. Aber auch merkwürdig, dass man den als Einheit auch bauen konnte, ne? Dass man den so oft hatte. Waren ja bloß Klone angeblich da von ihm, aber war trotzdem ein bisschen merkwürdig. Nein, der Gegner greift an mit 4 Panzern. Blub, 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 alle 4 übernommen. Das war schon heftig irgendwie, ne? Die Einheit hatte man ja auch nicht verloren, ne? Die ist doch sogar... war mal zum Strich mit dem denn verbunden. Ich weiß nicht mehr. Ich auch nicht mehr, ist so lange her. Ich glaube, die hat man nicht mehr verloren. Ich glaube bloß, wenn die übernommene Einheit gestorben ist, dann... Ey, mach's mal Radar an. Lup. Ob ich die nochmal treffen kann? Wenn nicht, kann irgendwer anders ihn auf jeden Fall treffen. Wenn die mich noch ein bisschen hinschießen. Scheiße, bin offen. Jetzt nicht geplant. Sehen wir auch gleich mal, was hier allgemein kommt. Abgefackelt, geht doch. Boing. Die arme Tali, der geht voll auf den Sack. Bum, 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 bum. Jetzt reden die beiden Opas wieder von ihren Videospielen in der Kaufhalle. Mann, oh Mann, oh. Damals, die Spielothek. Juri. Oh, geht der Kase. Das sah schmerzhaft aus. Oh, nochmal abgefackelt. Haha. Der hatte gerade schon gelöscht gehabt, glaube ich. Tallinn, der ist am Arsch. Aber kaum Schaden gemacht bei der Tallinn. Das war nicht dolle. Da kommt eine Iowa. Sehr angenehm. Wir bleiben zu sogar. Hm. Das in Nere war schon länger nicht mehr im Bild. Keine Ahnung, wie das ist. Mit Discord ist er immer. Den Nere macht mit, wenn er Zeit hat, du. Und dann brauchst du hier auch nicht fragen, wenn er nicht da ist. Dann musst du ihn fragen, wenn er da ist oder auf Discord fragen. Aber da der Nere ein Privatleben hat und auch immer mal zu tun hat, also einfach mal chillen. Wenn er da ist, muss ich ihn fragen, warum er nicht da ist. Genau. Verwirrt ihn auch kein bisschen denn. Und so eine Infos gibt der Nere sowieso nicht gerne preis. Darum. Gönnt ihm sein Privatleben. Was? Hier ist Krieg, Junge. Privatleben? Ja gar nicht. Na. Wird mir der verloren viermal, bloß weil der nicht gekommen ist, Kameradenschwein. Eindeutig. Was haben wir denn hier? Die? Ah, jetzt habe ich kein Radar mehr. Mach mal was. Ja, ich kann gleich aufmachen. Ich will mal kurz auf die Eier schießen. Und jetzt eh nicht schießen. Ja, denn hier, los, da, schieß auf die Karriere. Mach. Zum Beispiel wieder so eine Runde, wo ich überhaupt kein Glück habe, gerade mit Abfackeln. Und abgefackelt. Man muss nur sagen, ist immer wieder lustig. Kann ich nicht rüberschießen, mein Radar war totaler Müll. Wann geht deiner wieder, sag mal? Jetzt. Ja, noch nicht. Warte, meiner geht noch 14 Sekunden, dann kannst du gleich. So schnell wieder ready, ne? Mhm. Ganz so angenehm. Aber hält halt dafür auch nicht so super lang. Ja, könnte ruhig eine Minute halten. So, jetzt mach mal. 5 Treffer nochmal, schön. Boah, der wird so kotzen jetzt. Der ist nämlich stehen geblieben. Der dachte jetzt, ach, Radar ist jetzt eh vorbei. Jetzt brauche ich ja keine Angst mehr haben. Müssen wir bloß noch treffen.
Das war ein Treffer. 600 leider bloß. Ich sehe nicht, wo er ist. Da ist er. Und der lenkt nach links. Der hat angetäuscht. Scheiße. Komm, mit einer einfach einmal treffen. Komm, komm. Jawoll. Der hatte keine Chance. El Tupi, Kagiro, El Tupi. Doppelradar. Der doch beim Schiff, wo die Namen noch nie gelesen hast, weiß. Du? Ja. Du? Der Buffalo da drüben oder was? Hier kommt eine Almirante und Quendo auch noch von links. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wieso kann ich jetzt ja nicht auch. Das frage ich mich auch gerade. Da ist auch eine Ipiranga und so. Du, pass mal ein bisschen auf. Ja, ich hau wieder ab. Mach I hier, mach I, Motorboost. Mach I, I. Mit weh, hau ab mit den scheiß Fliegern jetzt. Ich will nicht gespottet sein. Ja, der muss ja dahinter stehen, Radar, ne? Ich glaube, die Buffalo hat dich erwischt. Der steht genau neben Ipiranga. Komm auf die Karte, letzte Position, ja, da siehst du. Jetzt habe ich keine Geschütze rum. Oh, Mann. Ipiranga, Ipiranga. Bitch. Zu wenig. Auch aufgehört einzudringen. Ja, natürlich, bombardieren die mich. Wir wissen immer, dass ich AP umlade. Schweine. Boah, 5000, schön. Komm, Papa, ich komm doch nicht rüber über die Scheiße. Du brauchst dich gerade nicht beschweren, ja. Du bist ja sowas von reingebrettert in den Kerl. Ja, Cap aber grad. Durchgehalten. Zum Glück. Zum Glück, zum Glück. Denk an die, denk an die Almirante hier von der Seite. Oh, was hier? Ah! Nicht, dass der gleich noch eine Breitseite mitgibt. Ja, doch, da. Den geben wir eine Breitseite, komm, los. Oh, nee, der dreht zu doll. Den nicht mehr. Buffalo weg, Buffalo weg. Du, lass ihn da, ist egal, lass ihn da. Unser also, Izumo ist auch weg, schade. Der ist davor auch rein, der wollte auch kämpfen. Da waren sie zu cocky. Iowa und Co. Wir warten halt, dass da irgendeiner vorfährt. Wir sind halt sehr passiv. Oh, Trubi bombt die Ipiranga. Und. Prüfer dat, wo Schaden? Wo Schaden, Trubi? Wo Schaden? Nix Schaden. Gerade braucht den Nebel aus Silent Hill. Nee, lass mal, den brauche ich hier nicht. Kommt da lauter so eine Viecher andauernd an. Das ist ja ein Gemetzel bei Silent Hill 2. War das damals auch schon so ein Prügelspiel, dass du jedes Vieh da überall verprügelt hast? Nee. Ich laufe da durch wie ein Kalisto-Protokoll. Ich hau da ein Vieh nacheinander, drei, vier hintereinander und so weiter. Hab mir schon fast gedacht, dass. Damals, wo ich dir zuguckt hatte, bist du immer gerannt von den Viechern. Weg, weg, weg und hier. Ich habe im Radio gearbeitet, ne? Und, ja, und ich laufe da hin zu den Viechern jetzt. Ja, ja noch eins und platthauen und geil. Ah. Würde dir aber gefallen, du. Würde dir richtig gefallen. Silent Hill 2. Traum. Traumhaft. Ich guck da jetzt ja gerade immer. Boilerst dich ja schon. Aber, ja, ich weiß nicht. Ja, ja. Atmosphäre ist geil. Komm, das ist wirklich. Ja, ich fand die damals besser. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Das wird auch nie wieder so sein. Nee. Allein schon die schwammige Steuerung damals. Die schwammige Grafik, diese Nebel, dieses Gekrächze von diesem scheiß Radio. Genau. Das ist alles weg. Da hat ja auch viel, musst du auch bedenken, deine Fantasie gemacht, weil die Grafik ja gar nicht gut genug ist. Jetzt hast du es aber so schick, die Grafik, dass deine Fantasie gar nichts mehr machen muss. Ja. Diesen Stand wie von damals wirst du nie wieder erreichen. Das sieht zu gut aus, ja. Ne? Bei dir wird auch die alten Resident Evil Teile werden immer die besten sein. Das ist einfach so. Ja. Geil, Resident Evil 2, das Remake auch war, aber trotzdem, die ganzen alten, da hat man eine Verbindung zu den neuen hat man halt, fehlt die Verbindung aber, denn. Das hab ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, was ich mich mit einmal gefragt habe, warum ist das Silent Hill 2? Macht man nicht erstmal 1? Das hab ich irgendwo gelesen gehabt, warum die das gemacht haben, ich weiß nicht mehr. Warum? Ich glaube, der zweite Teil war der beliebteste, kann das sein? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß es nicht genau, irgendwas habe ich gelesen gehabt, dass das Studio erst gerade den zweiten Teil. Gerade um das mal zu kennenzulernen, dieses Silent Hill 1, ne? Die sind aber warum haben sie den nicht erstmal gemacht? Weil die wohl für sich abgeschlossen sind, die Silent Hill-Spiele. Kann das sein? Man muss nicht den ersten gespielt haben, um den zweiten zu verstehen. Das meine ich. 2 und 3 gehören, aber ich weiß es nicht. Aber das kann mal einer recherchieren, warum das so ist. Das würde mich gerade auch interessieren. Diese Parallelwelten, wo sind diese ganzen Ketten, die von der Decke hängen und sowas alles? Das fehlt mir auch irgendwie da so ein bisschen. Das sieht so nicht gruselig aus. Das sieht so aus wie zu Hause hier bei mir. Ne, das ist. Was heißt nicht gut? Du bist aber auch, musst bedenken, damals hast du halt nicht viele so eine Spiele gehabt. Du bist durch Dead Space schon durch Kalisto Protokoll. Ja. Du bist halt auch Sachen gewohnt schon, das juckt dich alles nicht mehr. Ja, das ist mir nicht düster genug so, dieses Krächzige, was damals in dem Original war. Du hast diesen Nebel, du hast kaum überhaupt nicht gesehen, du hast diese Viecher kaum gesehen und so. Ja, nee, den Spieler mit Kopfhörern, also die Atmosphäre ist geil. Ja. Also das ist ein Unterschied, aber ob du dazu guckst und ich labere noch. Das ist anders, ne?
Und mach noch schnell was, die Runde ist auch schon wieder gleich vorbei. Ja, ich komm auch mal dazu, irgendwas zu machen, ja. Sind das Unfälle hier heute, die Runde. Ich hab meinen Spaß da gerade. Also für mich ist das eins der besten Horror-Spiele, die ich seit langem gespielt habe. Und das ist schon das auf jeden schon Fall, ne? Aber trotzdem fehlt mir dieser Horror-Effekt ein bisschen, wenn man da so zuguckt. Das ist so, Glaube ich. Ja. Du rennst von Raum zu Raum, klopfst immer zu dieselben Viecherbreit. Ja, gut, muss aber auch bedenken, ich bin auch so eine Spiele gewohnt. Ich renne ja durch wie so ein Psychopath. Die haben ja schon langsam, ich habe nachher, sag ich in den letzten Folgen, da sage ich nachher schon, die haben ja langsam von mir Angst, die Monster. Ja, da schon für die hier, Waffe rein, da, Brechstange und bam, komm her und hier und bam und klatsch. Bei der einen Szene, da ist so ein Sturm losgegangen, da solltest du in dem Sturm eigentlich durchrennen durch die Monster. Ich habe die alle platt gehauen. Ich habe mir jedes einzelne geholt und platsch in die Fresse und hier noch und da noch. Da war nichts mit Gruseln und Durchrennen. Aber ich sag dir, das liegt auch daran, weil wir sowas gewohnt sind. Auch auf Filme, Spiele und Co. Und ich glaube, was auch fehlt, was damals sehr viel ausgemacht hat, ist diese Musik von damals. Dieses Gekrächze, dieses das war immer so komische Musik, was die damals hat. Das fehlt irgendwie, glaube ich, auch. Und das macht diese ganze Atmosphäre dazu denn auch, ne? Ich kenne das Alter halt nicht. Ich habe das damals bloß mal als Let's Play bei irgendwo gesehen, bei Gronkh oder bei sonst wen. Und das, schon das war über, ja so voll Psycho, diese Musik. Das ist über 15 Jahre her, das ist, ich halt nichts mehr von. Für mich ist das gerade blind, ich spiele es komplett das erste Mal. Und für dich ist halt, du kannst dich halt an vieles auch noch erinnern, an das Krankenhaus und die Apartments da und was weiß ich, was da alles war. Ne. So grob. Ja. Mit den Krankenschwestern, das wusste ich auch noch, dass die da irgendwo kommen. Die sind auch nicht, sind schlimmer als die anderen Viecher dargestellt, aber auch nicht so, dass ich sage, oh Gott, ich muss total Angst haben. Gefühlt habe ich auch immer viel zu viel Munition. Ich spiele auf normal. Du musst ja schwer spielen. In der Hölle, auch in der Parallelwelt. Du bist ja da in der Hölle. Ja, die Parallelwelt betrittst du aber alles auch. Das verrostet alles so. Und das sieht alles irgendwie so aus. So, ja. Ich glaube, bei den Apartments und auch beim Krankenhaus, wenn du das einmal komplett alles durch hast, auf einmal bist du in dem gleichen Bereich, bloß aber in der Parallelwelt dann. Ja. Das ist es ja. Und das war immer die Hölle. Das war ja immer blutverschmiert. Da hingen irgendwelche Leichen an der Decke und so und alles. Und das hast du irgendwie alles, das fehlt alles völlig. So, trotzdem so eine Gitter, so eine verrostete Gitter und so. Hat sogar FSK 18 bekommen, das Spiel. Versteht ihr, als wir darüber nachgedacht haben, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es der psychologische Horror der Reihe ist. Und wenn man die Leute fragt, was psychologischer Horror ist, wird dir jeder Silent Hill 2 sagen. Okay, also doch der beliebteste Teil, der zweite, haben sie mit dem angefangen. Ja, aber warum? Man fängt ja mit dem ersten Teil an. Weiß ich nicht, vielleicht konnten sie das einfach besser umsetzen, vielleicht waren das selber Riesenfans davon. Ja, ich weiß es nicht. Gute Dinge. Oh, der dritte auch geil war mit diesem Park da zum Anfang und so, der war auch Hammer. Das weiß ich nicht mehr. Kenne ich allgemein nicht. Der Teil 2 hat jetzt 95% Weiterempfehlung bei Steam. Das ist gerade erst rausgekommen, das ist Mörderwertung. Ist doch geil. Silent Hill 1 und 3 gehören zusammen. 2 war eigenständig. Guck mal, so war das. Na gut, dann ergibt es ja Sinn. Hätte ja auch ein totaler Rohrkrepierer jetzt werden können. Und hätten sie halt für sich abgeschlossen gehabt. Hat hier das andere doch, hier Until Dawn, ne? Was haben die da erwartet? Was haben die, ehrlich gesagt, was haben die da erwartet? Dass die da sonst was rausreißen? Wer, was, wie, wo, Until Dawn? Na, Until Dawn, die haben sie das jetzt rausgebracht für PS5 und Remake, für PC. Das Remake, in Schick. Ja, Remake ist ja kein Remake in dem Sinne, Remastered nennt man das. Ja, Remake ist für alles Neues. Ja, so, und dann haben sie noch gesagt, hier, oder haben sie jetzt die Verkaufszahlen, die hinken alle hinterher und würde überhaupt nicht angenommen. Hast du den Preis mal gesehen dafür? Das kostet 70 Originalpreis. Das ist ja wohl ein Witz. Aber in was für einer Zeitspanne? Da kannst du doch noch kein Remake rausbringen. Das haben wir doch gerade erst gespielt, so gefühlt. Ne? 10 Jahre? Und, ja, und bloß damit das jetzt eine bessere Grafik ein bisschen hat und ansonsten dasselbe Spiel. Da haben sie jetzt erwartet, sie kaufen die alle wie die Verrückten da. Also wirklich. Ja, aber das Spiel ist der Hammer, das Spiel ist geil, aber man kennt es ja, ne? Ja, 9 Jahre, von 2015, auch bis 2015 kam es raus. Ja, aber das ist doch viel zu früh für ein Remake. Ja, vor allem ist das aber auch ein Spiel, das habe ich einmal durchgespielt. Ich kenne das. Warum soll ich das denn nochmal durchspielen? Das ist immer so ein Story. Das ist nochmal so ein Story-Horror-Spiel, wenn ich das einmal habe. Ich weiß doch noch alles. Ich weiß doch noch, was da passiert. Oder wenn, ist doch nicht, die Wendigos, das ist doch keine Überraschung mehr. Nee. Und aber es ist geil. Lol, hab ich. Mein Kind. Das ist auch geil, aber. Richtig geiles Spiel. Aber das jetzt als Remake so rauszuhämmern und denken, die verdienen damit auch Geld. Bei PlayStation kostet 70 Euro. Bei Steam 55 Euro.
Er hat gerade mal 900 Bewertungen, auch gerade plus 74%. Ja, das kennt jeder noch. Das ist, als wenn man das gerade gespielt hat. Das würde ich mir nie kaufen jetzt, ne? Weil es wäre das Gleiche, wenn sie die Telltale Games und Co. alle jetzt remastern oder die anderen hier von dieser Horrorreihe nach Until Dawn, was da Jahr für Jahr kam. Wenn die jetzt in schicker Grafik kommen, ich spiele die doch nicht mehr. Ich habe das schon alles, die Story, ich kenne die schon. Ja, das ist wie also so ein. Wenn ich so einen Film im Kino gesehen habe, dann kaufe ich mir den doch nicht in ein Jahr später als DVD nochmal, um den irgendwie. Hey, ich weiß doch alles noch. Der war auf PS4, hat er eine coole Grafik gehabt. Das Spiel ist jetzt ein bisschen besser, oder? Ach Gott, aber das siehst du doch kaum im Unterschied. Immer dran gedacht, dass nicht an die adressiert sind, die das Spiel kennen, sondern die Leute, die es nicht kennen. Ja, Admiral Türpitzel darf ich mich aber nicht beschweren, wenn die Zahlen schlecht sind. Ja, dann hast du aber bloß so einen kleinen Prozentsatz. Weil dank YouTube, dank Let's Plays und dank, weil das Ding ja damals so richtig, es war überall in der Presse und war ja das bestgelobte Spiel überhaupt. Ja, dann brauchst du dich ja auch nicht wundern, dass das so gut wie jeder kennt. Und was sind denn 9 Jahre? Was sind 9 Jahre? Guck mal, die produzieren was für die PS4 und 9 Jahre später kommt es fürs PC. Haha, da hätten sie es mal gleich für den PC auch mit raushauen sollen. So, fertig, aus. Ne? 1,3 Millionen Credits, 113.000 Schaden, 1.800 Grund-IP. Ihr habt es jetzt gesehen, ich habe jetzt in jeder Runde, außer in der Runde, wo wir auf den Sack gekriegt haben, habe ich konstant hier so 100 bis 150.000 gemacht. Es funktioniert. Es ist super langweiliges Gameplay, das stört mich da dran ein bisschen. Mit dem blauen Boni zusammen gibt es immer richtig schön Credits. Grüne Boni und Co. hätte ich denn jetzt hier vielleicht pro Runde 700.000, 800.000 jetzt hier immer so gemacht. Müsst ihr mögen. Wenn ihr sie kostenlos über die Kopfgejagd erspielen könnt, ist nett zu haben. Geld würde ich für die Koschmar-Mini nicht ausgeben, ganz ehrlich. Das Gameplay war jetzt ehrlich gesagt schon so gut, die Runden waren auch öde, aber das Gameplay selber war jetzt schon so lang, ich hab's ja gerade gesehen, wir haben gerade mehr über Silent Hill gesprochen als über die Runde und über die Koschmar-Minien überhaupt. Und jetzt nach diesen 4 Runden und dem Review habe ich auch alles gesehen von dem Schiff. Da wird es nichts mehr geben, was mich irgendwie mal überraschen wird. Es ist leider so. Wieder Dellen und Co. bloß auf leichte Kreuz oder Kreuze halt, die nicht so gepanzert sind, Breitseite mal möglich, sonst ist das stupides HE. Farmen, hoffen auf Abfackler und den AP auf Aufbauten, um den Schaden ein bisschen zu maximieren. Und das war's denn auch. Das, meine Freunde, ist die Koschmar Mini. Bewerten nicht vergessen, fleißig kommentieren. Achso, komm, was sagst du zu deinem Lieblingskreuzer? Ja, ist eine spieltechnisch wie eine Donskoi. Also ich spiele die genauso wie eine Donskoi. Aber genau. Sie, ich finde sie nicht schlecht. Sie ist, du fährst, du musst aber immer rechts, links fahren. Das war ein richtiger Kreuzer, der auch seinen Namen gerecht wird. Immer kreuzen, fahren, kreuzen, schießen, kreuzen, ja, kreuzen, schießen, kreuzen, aber schießen. Bei Kreuzen sehe ich dann aber auch eher gute Ruderstätze. Hätte sich immer links, rechts und das hat sie halt nicht. Hast du das denn nicht eingebaut? Nö, habe ich nicht. Hast du die Tarnung nicht mitgenommen? Hast du Ruderstätze mitgenommen? Hä, Tarnung? Eine Tarnsystem. Das ist ein ganz anderer Slot. Nö, kannst du auch Steuergetriebe-Modifikation. Ich habe im 4. habe ich Antriebsmodifikation und im 5. kannst du theoretisch auch Steuergetriebe einbauen. Nee, ich habe im 4. hier Steuergetriebe. Nee, da waren die dreht sich so schnell, da kannst du gar nicht gucken. Ja, nein. Aber ich meine so, dieser Spielstil von dem Ding, du ist ja so, du fährst hin, fährst wieder weg, fährst hin, drehst im Kreis, schießt. Ja. Also schlecht finde ich sie nicht, ganz ehrlich. Aber super geil, dass du jetzt jeden Abend spielen müsstest, ist aber auch nicht. Naja, nee, gut, dazu ist man auch viel zu wenig Kreuzer-Fan. Die funktioniert. Ich würde trotzdem eher auf der Stufe Azuma oder irgendwie sowas in den Dreh spielen, weil ich da einfach besseren Wumms hinter hab, ähnlich hohe Schadensausbeute. Einziger Unterschied hier ist halt, dass ihr den Radar habt. Gerade wenn ihr in der Division spielen wollt, ist das Ding natürlich dann brauchbar. Du musst aber so dicht ran für den Radar, dass das Schiff schon wieder schwierig zu spielen wird, weil auf 12, 11, 12, 10, 11, 12 Kilometer rotzt hier halt jeder denn ordentlich Salven, sodass es richtig, richtig wehtut. Ist aber ein guter Radar. Auf 12 Kilometer ist schon, ne? Ja, für eine halbe Minute aber auch bloß. 7 Sekunden davon siehst nur du das und 23 denn die anderen. Also so viele Möglichkeiten ist es halt, gibt's da halt auch nicht denn. Wir werden nicht vergessen, fleißig kommentieren, sehen wir schon bald wieder bei der Koschmar, beim nächsten Special. Koschmar mit denen sehen wir uns nicht wieder. Vielleicht kommt da noch, lohnt sich das Video zu, je nachdem wie das denn ins Spiel integriert wird. Da lasst euch dann mal überraschen mit der Kopfgeldjagd. Das geht aber erst, wenn das Ganze nachher live geht. Haut rein.